Na, ihr wisst ja jetzt schon, worum es geht. Ich fange einfach an. Harry Potter und der Gefangene von... Ja, ich benutze mal die Shuffle-Funktion. Uhu. Perfekt. Auf dem Tagespropheten war ein Hund und Harry riss das Bild mit seinem riesigen Zeigefinger ab. Ich gehe jetzt, sagte er lächelnd, mit einer Pistole bewaffnet zu den Dursleys und warf seine drei Eulen in den Koffer. Der Regen trommelte gegen Tante Petunias hervorstehende Wangenknochen und Harry ging in seiner langsamen Art den Weg zum Bahnhof. Auf dem Bahnsteig waren alle neun Weasleys und Hermine und das schlimmste Omen des Todes. Harry nahm einen gewaltigen Schluck Cognac. Der Zug kommt, sagte Hermine mit einer toten Maus in der Hand. Sie setzten sich in einem Waggon auf die Gepäckablage und der Zug fuhr in Richtung Dunkelheit. Ein Dementor, rief Professor Lupin, schlief seelenruhig und sah nicht einmal hin. Harry war in seinem Koffer und kramte unter seinen Sachen nach dem Mittagessen. Der Zug ratterte in eine kleine Schafherde und in die Schule. Professor Lupin schien endlich aufgewacht zu sein. Dementoren saugen das Glück. Und ein wenig Tee, sagte er, während Harry zornig umherhopste. Du wirst sicher mal ein stattlicher Mann, sagte Professor Trelawney. Und ihre Knochen krachten die Treppe hinunter. Die Tage glitten dahin und Harry fing an zu grasen. Sirius Black starrte ihn an. Er hatte die letzte Viertelstunde damit verbracht, nicht zu blinzeln. Ich bin dein Pate, sagte Black besonders mitleiderregend. Ron warf ihm seine Hausratte Krätze in die Augen. Sirius Black war nicht besonders erfreut darüber. Er flog mit einem funkgesteuerten Senkrechtstarter in die Luft, geradewegs gegen eine Backsteinmauer. Ui, sagte Professor Dumbledore aus seinem neuen Firmenwagen. Er war voll roher Leber. Ende.